Ja, wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir bei einer Mannschaft, die beeindruckende 42 Punkte hat zu dem Zeitpunkt, 3 Punkte für uns holen konnten, die sehr wichtig sind. Die Mannschaft hat diese positive Entwicklung, die wir in den letzten Wochen hatten und auch im Training immer wieder gesehen haben, weiter fortgesetzt. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit tick die bessere Mannschaft waren. Vielleicht hätten wir schon zur Halbzeit führen müssen. Was mich beeindruckt momentan ist, dass trotz der ganzen Rückschläge, die wir bislang hatten oder in den letzten Wochen und Monaten die Mannschaft hatte, auch nach dem verschossenen Elfmeter alle den Kopf hochnehmen, wir weiterspielen nach weiteren vergebenen Chancen und an sich glauben. Und auch am Ende, wo der Druck dann sehr, sehr groß wird, was dann hier extrem unangenehm ist, mit den vielen langen Bällen und den kopfballstarken Spielern, dass wir es geschafft haben, die Null zu halten und dann am Ende, ich sage mal 90 Minuten vielleicht verdient gewonnen haben für uns. Eine Leistung gezeigt haben, auf der wir aufbauen können. Und ich bin einfach froh, dass die Mannschaft sich jetzt mal selber belohnt hat für den Aufwand, den sie betreibt, was uns dann Rückenwind gibt für die nächsten wichtigen Spiele. Vielen Dank, Christian. Wie fällt dein Fazit heute aus? Ja, ich mache es vielleicht ein bisschen deutlicher. Glückwunsch an Markus und seine Mannschaft zu einem für mich verdienten Auswärtssieg hier in Karlsruhe. Wir haben über lange, lange Zeit in diesem Spiel nicht stattgefunden. Wir haben keine Attribute gezeigt, die es notwendig macht, um ein Fußballspiel in dieser Liga zu gewinnen. Manchmal brauchst du so einen Wachrüttler, den hatte ich mir eigentlich mit dem frühen Elfmeter erhofft, nachdem Marius den wieder fantastisch gehalten hat, dass die Mannschaft dann nach einer schweren Anfangsphase direkt drin ist. Wir hatten ein paar Halbchancen, aber aus meiner Sicht der Gegner die viel, viel klareren Torchancen, um zur Pause eigentlich schon dann auch verdientermaßen in Führung zu gehen. Und was zum heutigen Tag dann, glaube ich, beispielhaft herauszugreifen ist, ist das Tor für den Gegner. Für mich darf man mir es nicht übel nehmen, wenn ich sage, eine hundertprozentige Torchance für eine Zweitligamannschaft, wenn wir den Ball auf den zweiten Pfosten chippen, der im Training wahrscheinlich 10 von 10 Mal kommt. Wir spielen ihn nicht, wir legen ihn ja so ein bisschen beispielhaft für das Spiel, so ohne Überzeugung, ohne Mumm, nicht gut ab und dann läuft der Konter und dann sieht man das, was ich die letzten Monate öfters gesagt habe, den KSC unterscheidet von den Mannschaften da unten nicht so viel. Wir sind alle plus minus auf Augenhöhe. Es entscheidet Tagesform und diesen Satz, den ich jetzt sage, den hat man von mir auch in den erfolgreichen Zeiten gehört. Wenn beim KSC nicht alle Spieler Normalform haben, dann haben wir es nach wie vor sehr, sehr schwer, in dieser Liga Punkte zu holen. Und solange wir so ehrlich miteinander umgehen, solange kann ich das sehr, sehr gut einschätzen. Aber wir hatten insgesamt sicherlich eine etwas turbulente Woche und das gilt es an dieser Stelle auch nochmal zu betonen. Das hatte nichts mit dem Ausgang des Spiels zu tun, sondern das war wahrscheinlich so, wenn man den Sport kennt, so das i-Tüpfelchen auf diese Woche. Und deswegen, ja, werden wir jetzt schauen, dass wir gut regenerieren, dass wir dann hoffentlich eine ganze Woche haben und dann freuen wir uns auf ein Auswärtsspiel in Düsseldorf und versuchen dort wieder vernünftig in die Spur zu kommen. Markus, euch alles Gute. Ich glaube, wenn ihr Danke. so weitermacht, dann werden wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Dankeschön. Danke. Vielen Dank, Christian Eichner. Die Journalisten im Stadion konnten Fragen einreichen per WhatsApp und für die Fragen aus Osnabrück würde ich an den Kollegen gehen. Ja, Markus, ich stelle stellvertretend die Fragen für Harald Pistorius, Neue Osnabrücker Zeitung, der zum Sieg gratuliert und fragt, warum der verdient war. Ja, ich glaube, dass das mit den Rückschlägen sehr viel ausmacht, ne? Wenn eine Mannschaft immer wieder den Kopf hochnimmt, wenn du mal einen Elfmeter nach 2 Minuten bekommst, was das Spiel ja deutlich leichter machen würde, und vergibst den nach der Phase, dann ist das schon beeindruckend, wenn man so weiterspielt, ne? Und ich sehe halt den Glauben, ne? Also wenn wir trainieren, sehe ich den Glauben, dass jeder sein Bestes geben will. Ich sehe in den Spielen den Glauben. Und es ist halt einfach schön, wenn du am Ende mal diese 3 Punkte auch in der Hand hast, dass man sieht, wofür man das tut. Wie bewertest du die Leistung von Sebastian Kerk unter Berücksichtigung des Elfmeter-Fehlschusses? Sebastian hat unser Siegtor vorbereitet, hat unglaublich für die Mannschaft gearbeitet und von daher beurteile ich seine Leistung wie vom gesamten Team heute als sehr gut. Hast du irgendetwas in der Vorbereitung gesagt oder inhaltlich getan, um der Mannschaft die Gedanken an die Negativserie zu nehmen? Ich habe gesagt, wir beginnen heute eine Siegesserie, aber ich weiß nicht, ob das reichen würde für sowas. Nein, nein. Wir arbeiten halt jeden Tag intensiv daran, um selber besser zu werden. Man sieht diese Entwicklung. Wir werden besser, weil wir an uns glauben und hart arbeiten. Und wenn wir diese Entwicklung weiter vorantreiben und nicht nachlassen, keinen Zentimeter nachlassen, dann haben wir eine große Chance, den Klassenerhalt zu schaffen. Passend dazu die letzte Frage von Harald Pistorius. Kann dieser Sieg für eine Befreiung und ein Freisetzen der Kräfte gut sein? Ja, ich glaube, dass in der Liga man immer wieder sieht, dass die Spieler auch sehr viel von ihrem Selbstvertrauen leben. Also, wenn man Erfolgserlebnisse hat, ist man einfach von sich überzeugter und es gelingen auch mal Dinge, die vielleicht
jetzt lange Zeit nicht gelungen sind. Also klar, Selbstvertrauen spielt eine große Rolle und einfach diesen Rückenwind mitzunehmen in die jetzt wichtigen Spiele für uns gegen Braunschweig als erstes und gegen Regensburg, klar. Vielen Dank. Dann Christian, zwei Fragen noch an dich von René Dankert von den Badischen Neuesten Nachrichten. Du hast gerade auch schon angerissen. Erstens, wie viel Anteil gibst du dem Verlauf der Trainingswoche an der heutigen Leistung? Ja, das habe ich ja diese Woche schon mal anklingen lassen. Das kann ich nicht belegen. Ich habe dann nach dem Gegentor ein typisches psychologisches Momentum wieder gesehen, dass eine Mannschaft, die 50, 55 Minuten überhaupt nicht im Spiel war, dann auf einmal angefangen hat, Dinge zu tun, zu der sie eigentlich herzlich eingeladen war mit Spielbeginn, wenn man unsere Situation sieht. Ein Gegner mit dem Rücken zur Wand, der dann nochmal so einen Nackenschlag hinnehmen muss mit einem verschossenen Elfmeter. Insgesamt hätten wir uns da einfach ein bisschen mehr Esprit, ein bisschen mehr Spielfreude, ein bisschen mehr Klarheit in unserer Situation gewünscht. Und ja, wahrscheinlich müssen wir uns da in dem Bereich noch weiterentwickeln, aber die Woche hat sicherlich auch seinen kleinen Teil dazu beigetragen. Aber mir war es dann ein Ticken too much insgesamt, wenn ich so die ersten 50, 55 Minuten als Beispiel nehme. Und zweitens, wie sehr hat heute Philipp Heise dem Offensivspiel gefehlt? Ja, Philipp tut unserem Spiel nach vorne extrem gut, gerade gegen einen Gegner, der extrem kompakt dann aussteht. Das ist ganz klar, aber nochmal, ich glaube, dass wir als Mannschaft viele richtigen Dinge getan haben dieses Jahr mit Philipp, auch mal ohne Philipp, und deswegen glaube ich, in einem Spieler das festzumachen, ist, glaube ich, fehl am Platze. Wir müssen uns einfach immer wieder weiterentwickeln. Wir müssen versuchen, im letzten Drittel, das kann ich nur gebetsmühlenartig wiederholen, uns einfach weiterzuentwickeln. Da müssen wir richtige Entscheidungen treffen. Da muss auch ich mich in die Pflicht nehmen, dass wir das einfach wieder noch viel, viel mehr auf die Tagesordnung bringen. Aber nochmal unter Druck, samstags nachmittags um 2:30 sind dann immer zwei Paar Schuhe. Das kannst du unter der Woche immer schön antrainieren, du musst es samstags dann richtig machen. Dazu haben wir, glaube ich, alle zu viel erlebt. Und von dem her werden wir das mit den Jungs weitermachen und versuchen, in Düsseldorf wieder Punkte mit nach Karlsruhe zu bringen.